Ich gehe in den Garten, die Arbeit... Ich habe noch gar nichts zu meiner Pilzzucht erzählt. Guck mal hier. Das ist ein Pilz. Das ist leider schon ein bisschen angefressen, aber selbst die Pilzzucht funktioniert. Bei mir funktioniert alles. Das Coole daran ist, dass ich da im Endeffekt gar keine Ahnung habe. Und trotzdem alles funktioniert. Alles funktioniert. Gut, den Pilz habe ich jetzt nicht bewusst eingepflanzt, aber das ist einfach so der Gedanke an den Pilz. Ich habe sozusagen den Gedanke an den Pilz eingepflanzt und da wachsen Pilze. So einfach geht Gärtnern. Ich erzähle wieder Blödsinn. Aber ja, ist heute relativ langer Gartentag jetzt zu Ende mit meinem ganzen Zeug, was ich gemacht habe. Und ja, irgendwie, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, ich bin nicht der Sommergärtner. Ich bin der Herbst- und der Wintergärtner. Ich liebe den Herbst und ich liebe den Winter und ich liebe auch den Frühling. Aber den Sommer, den kann ich nicht so richtig ab. Zumindest aus gärtnerischer Sicht irgendwie. Vielleicht zu heiß oder es gibt zu viele schöne andere Dinge, was man tun kann, außer im Garten. Also Herbst ist schon geil und Sommer, Winter ist glaube ich noch geiler, weil da hast du auch deine Ruhe. So, wir haben einen neuen Gast. Dieses hier ist ein Aprikosenbaum und zwar ein Säulenobst und zwar nennt sich die Clarina. Und ja, ich soll jetzt einen Standort logischerweise suchen und der sollte halb schattig, tendenziell sonnig sein. Regengeschützt und windgeschützt. Und ja, also, ich habe so kaum noch Platz, wo ich was machen könnte. Also ein Platz wäre halt hier genau in der Mitte. Das ist aber weder windgeschützt noch, das ist sonnig und nicht geschützt. Und deswegen überlege ich eventuell jetzt hier irgendwie, dann hätte das hier so ein bisschen Schutz vor Wind und Regen. Allerdings halt eben auch vor Sonne. Ne? Also, aber hier kommt ja dann von der Seite immer mal Sonne ran. Das wäre so ein Platz hier. Und naja, Säulenobst wird ja auch nicht so breit, weil daneben ist ja nur kleiner Apfelbaum. Und entsprechend, ja, die Dinger werde ich auf jeden Fall drin lassen. Aber eventuell werde ich den Misthaufen einfach verschieben. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wo das enden wird. Aber es wird wahrscheinlich dieser Platz hier, wo die Feige stand. Und die Feige, den Feigenbaum, den werde ich, glaube ich, ab nächstes Jahr im Frühling dort mitten in der Sonne einpflanzen. Ja, ich glaube, das klingt nach einem Plan. So, ich habe eine Idee. Und zwar, hier habe ich ja total viel Rasen hier. Und der Rasen, der stört mich. Und das Problem ist, man könnte den theoretisch einfach immer Rasen mähen. So wie ich das hier drüben auch weitermachen werde. Aber da muss ich ja immer wieder Rasen mähen. Und deswegen erscheint mir das suboptimal. Andererseits, wenn ich den Rasen einfach hier rausreise und auf den Kompost tue, kompostiert der sehr, sehr schwer. So, jetzt zählen wir mal 1 und 1 zusammen. Okay, wir werden Folgendes machen. Wir werden die rausmachen, die Büschel. Ich werde die immer angreifen, die Büschel, die Rasenbüschel, und rausreißen. Und werde die Rasenbüschel zu einem Haufen legen. Und zwar zu einem Haufen, der durchaus Haufen bleiben darf und der einfach ein Hügel wird. Und ich werde einen Hügel schaffen in meinem Garten. Und wo wäre die sinnvollste Möglichkeit, einen Hügel zu schaffen? Es könnte zum Beispiel eine Idee sein, dieses Schilfgras, was ich ewig machen will, einfach einen Hügel drauf zu setzen. Einen Hügel mit Gras. Denn Gras gegen Schilfgras ist zumindest ein ehrliches Battle. Und ich glaube, ich werde mein ganzes Gras einfach in das Schilfgras werfen. Und dann schauen, wer gewinnt. Und egal wer gewinnt, dort ist einfach ein Hügel und dort ist Gras. Und das ändert sich dann nicht. Und hier ist dann alles frei mit Erde. Und ja, und das ist einfach cooler. Und da brauche ich keinen Rasen mehr mähen, weil ich hier eh immer ein bisschen was anbauen will. Hier ist dann mein Maulbeerbaum. Hier ist dann, das ist der Maulbeerbaum. Hier ist der Apfelbaum, wo ich nicht ganz weiß, aber ich glaube, der bleibt. Und hier wäre ja dann der Aprikosenbaum, den ich jetzt reinsetze. Den habe ich übrigens jetzt aus der Packung geholt. Genau, das Ding kommt hier weg, das Ding kommt auch weg. Und ja, da steht zwar halt dieser Aprikosenbaum, aber das sind Säulenobst. Und deswegen ist es wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch, dass die so relativ eng stehen. Und ja, und dann wäre cool. Jo.
Jo, das werde ich machen. Aber das werde ich natürlich nicht heute machen. Heute werde ich den Aprikosenbaum hier einbuddeln. Ich werde vielleicht ein Grasbatzen mal raus und reinwerfen, sozusagen, dass das Schilfgras weiß, dass der Kampf begonnen hat. Und ja, und ansonsten werde ich dann, glaube ich, nichts mehr machen. Perspektivisch müsste ich halt das Ding hier noch irgendwie... das Blöde ist dieser Komposthaufen hier. Da ist halt alles voll Kompost. Und da wird sich im Winter auch nicht viel tun. Das heißt, ich brauche da nicht hoffen, dass im Frühling dann plötzlich alles gut wird. Aber den werde ich trotzdem erstmal lassen. Was ich nicht lassen werde, ist das Ding. Die Steine, die werde ich irgendwie verbrauchen. Und weil hier drunter war das Wespennest und hier will ich alles wieder plan machen. Und das Gras rausruppen. Jo, jo, jo. Also ich mache jetzt erstmal den Aprikosenbaum hier und dann sehen wir weiter. Mission accomplished. Drin. Hier sitzt der Aprikosenbaum. Und ich bin sehr gespannt, ob die Aprikosen hier bei mir werden. Allerdings, ja, die tragen erst nach ein paar Jahren und der ist jetzt zweijährig gekauft, kommt jetzt sozusagen dann ins dritte Jahr und ja, dann schauen wir mal, ob der schon im dritten Jahr was bringt. Ich habe mich keine Ahnung, ich habe mich noch nicht informiert. Ich habe bloß halt keinen Einjährigen, sondern einen Zweijährigen genommen, damit ich ein Jahr eher was bekomme. Und ja, ich bin sehr gespannt, freue mich und werde jetzt die ersten Grasbüschel rausmachen und ja, auch noch ein bisschen Kartoffelernte machen. So, die Tubinamburernte geht jetzt auch los. Ihr seht hier, wie sie alle vertrocknet sind. Das heißt, sie sind reif. Und hier habe ich die erste ausgebuddelt. Habe auch schon die ersten reingetan hier. Also Kartoffeln und Tubinambur. Und dann kann man sozusagen die Knubbeln hier alle. Naja, mit einem Finger war das jetzt nicht. Auf jeden Fall, ja, gibt es jetzt frischen Tubinambur, frische Kartoffeln und frischen Grünkohl nachher. Und ich freue mich total drauf. So, und da schauen wir mal wieder rein, was in dem einzig aktiven, obwohl, wenn man hier sieht, hier ist ja auch noch ganz schön grün, ist die rote Beete, aber ich weiß nicht, wenn der Frost kommt, dann, da war ja eigentlich schon da, aber die ist eigentlich immer noch gut. Ja, aber was hier in dem Frühbeet abgeht, und da bin ich gespannt. Okay, das ist unspektakulär. Also dieser, die Japanese Green Boy, der wird wahrscheinlich nicht viel größer. Und der ist auch ganz schön abgefressen. Das heißt, das Zeug kommt halt trotzdem rein, was ist. Das hier sieht gut aus. Das ist wahrscheinlich der Winterspinat hier. Der hier. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und der hier auch. Und das und der ist auch ein Winterspinat. Und das andere wird alles irgendwelches blödes Zeug sein. Vermute ich mal. Das sieht alles so gleich aus. Das ist Quatsch. Ja, und hier ist dann auch noch was von dem anderen. Aber da ist nicht so viel gekommen. Muss man ganz ehrlich mal attestieren. Ne? Also ich habe drei reingemacht, Japanese Green Boy, dann irgendwann Winterspinat und noch irgendwas Wintermäßiges, irgendein russisches Ding. Aber so richtig, nicht wirklich, aber naja, ein bisschen was ist da halt. So, das Wespennest ist offiziell nicht mehr aktiv und ich habe jetzt angefangen, quasi hier das Hochbeet, die Steine abzutragen und da eine Beetumrandung zu machen, zeige ich euch gleich. Ansonsten mache ich das hier komplett, ja, dann... jetzt hier weg, ernte noch ab und ja, und die Beetumrandung, die habe ich jetzt hier fertiggestellt. Da habe ich die Steine, mit denen ich das Hochbeet gemacht habe, habe ich ja einfach das Beet eingefasst mal. Da sieht es halt ein bisschen schöner aus. Bin zwar jetzt nicht der ganz große, muss alles schön aussehen und so, aber so habe ich die Steine einen guten Zweck zugeführt und gut ist. Machen wir mal wieder unseren Test für die weiße Fliege. Ne, weiße Fliege ist weg. Mal sehen, was sie vom Kohl so übrig gelassen haben. Ah ja. Sie sind halt noch dran, also tot wahrscheinlich. Man sieht das hier vielleicht ein bisschen, ne? Da unten die. Ja, aber sie sind halt nicht mehr aktiv, also wahrscheinlich sind sie einfach tot. Wer sich damit auskennt, ob die tot sind oder nicht, kann mir mal Bescheid sagen. Ja, ansonsten da unten, der Würsing, alles geht so ein bisschen seinen Gang. Der Kohl, der wird hier langsam abgefressen, den werde ich jetzt mal ernten müssen. Und ja, das war's. So, das ist die Ernte für heute. Das sind Kartoffeln und Tubinambur. Das ist das, was ich im Endeffekt jetzt noch ernte. Und Kartoffeln habe ich noch, und Tubinambur habe ich noch richtig viel. Da komme ich komplett durch den Winter, wenn es dann frostet. Aber ich glaube, das macht den Knollen auch nichts aus. Auf jeden Fall habe ich hier erstmal wieder ordentlich Kartoffeln und Tubinambur. Jo, und hier noch alle Jahre wieder. Also der Baum wird auch wieder komplett weg. Er trocknet ab. Der wird nicht abgefressen, sondern ja, der stirbt einfach ab. Und das ist der chinesische Dingsbaum. Aber der hat ja natürlich schon eine richtig geiles Holz hier entwickelt, also das kann man vielleicht irgendwie gebrauchen. Aber ich werde es einfach stehen lassen, das war voriges Jahr hier, das Holz. Und jetzt sind zwei rausgekommen, mal sehen, was nächstes Jahr kommt. Oder dann drei rauskommen, ob das immer mehr Stäbe werden oder was auch immer. Bin ich da einfach mal gespannt, wie sich das entwickelt.